Freude über frühesten Federweißen. Wochenlange Hitze, ständig Temperaturen über 30 Grad, das könnte Weinliebhabern einen besonders guten Jahrgang bescheren. Die Aussichten dafür sind laut Deutschem Weininstitut bestens. Die Weinlese für den Federweißen hat in Dexheim in Rheinland-Pfalz schon begonnen, so früh wie nie. Die Reben sind etwa 3 Wochen früher dran als sonst im Schnitt. In den deutschen Weingegenden wie hier in Rheinhessen wird deshalb auch die Hauptlese früher als sonst losgehen. Allerdings, bis dahin sollte es schon noch einmal regnen, hoffen die Winzer.